Was hält den Menschen gesund bei der Arbeit? Eine Frage, die viele Arbeitgeber und Arbeitnehmer interessieren. Dazu gehören natürlich mehrere Dinge. Heute möchte ich für eine Möglichkeit Werbung machen, die betriebliche Gesundheitsförderung. Sie kann steuerlich geltend gemacht werden. Pro Mitarbeiter jährlich bis zu 500 Euro. Die Gesundheit seiner Mitarbeiter zu fördern, bedeutet für Unternehmen letztlich auch geringere Ausfallzeiten und eine höhere Motivation. Arbeitnehmer für das Thema betriebliche Gesundheitsförderung zu sensibilisieren, wird immer wichtiger. Angst, Bluthochdruck, Kopfschmerzen, Stress oder das Burnout-Syndrom sind weit mehr als eine Modeerkrankung. Die meisten Krankheiten sind psychisch bedingt. Bewältigungsprogramme können diesen Symptomen entgegenwirken und Fehltage dadurch reduziert werden. Bisher haben nur 20% aller Betriebe Maßnahmen zur Gesundheitsförderung umgesetzt. Es muss Unwissenheit sein, sonst würden sich viel mehr Arbeitgeber um die Gesundheit ihrer Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen kümmern, beziehungsweise Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen müssen einfach ihre Geschäftsleitung darauf hinweisen, was dem Unternehmen hilft. Unternehmen, die mehr Raum für Gesundheit und Erfolg wollen, die nutzen diese Möglichkeit der betrieblichen Gesundheitsförderung. Betriebe, die was für ihre Mitarbeiter tun, weisen einen deutlich niedrigeren Krankheitsstand auf und die Mitarbeiter gehen motivierter zur Arbeit. Sprechen Sie mit Ihrem Chef oder ihrer Chefin. Das ist eine Win-Win-Situation und wie gesagt, jährlich bis zu 500 Euro steuerlich absetzbar pro Mitarbeiter. Lassen Sie sich von einem Coach aufklären und bringen Sie Körper, Geist und Seele wieder in Einklang. Unten in der Beschreibung sind noch ein paar Links, die Ihnen helfen werden. In dem Sinne, bleiben Sie informiert, was alles so passiert und bleiben Sie gesund.